Ja, hier finden wir die Rossminze. Aus dieser Minze, da nehme ich auch mal ein kleines Blättchen. Vielen Dank, liebe Pflanze. Die Minze, die riecht nicht so gut wie die normale Pfefferminze. Deswegen heißt sie Rossminze. Aber sie regt die Galle an. Also wenn man so Gallenstau hat und so weiter, ist da ein Tee ja sehr hilfreich.